That's part of a cook and good for the rest of our lives. Ja, hier bin ich. Sind guten Sampo. Oh. Hier haben wir ein schönes Biersüppchen, Freunde. Das und das kommt da noch mit zu. Und voilà. Kommt hier was schönes Leckeres rein. Oh, probieren wir mal, ne? Das Süppchen ist geil. Also dranbleiben, Freunde. Es geht weiter. Dieses Rezept stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ja, ganz genau. Ja, erstmal ein Liter Bier hier in so ein Glas füllen. Ne? Erstmal die Zutaten zusammenstellen. Ne? Bier in den Hals und ein Bier rein. Ne? Das geht immer. So, Prost, Freunde. Dazu nehmen wir uns noch ein schönes Glas Weißwein. Hier, randvoll machen. Bis oben hin. Genau, warte, da. So, fertig mit den Zutaten. Dazu Becher Schmand, 3 Eigelb. Einfach da rein, mischen ihr, umrühren ihr, so, ja, geht ganz schnell hier, Biersuppe der Spitzenklasse hier, so, und noch ein Schuss Weißwein hinterher hier, so, und ein Schuss Bierchen noch dazu, und dann kann man das schön ein bisschen zermischen hier, dann hat man eine schöne Masse hier, und dann heizt man den Dutch-Ofen ein, Bier reinschütten, ja, und den Wein hinterher ballern. Bisschen umrühren hier, dass hier fährt. Und dann lassen wir ein bisschen köcheln hier. Zwischenzeit können wir schon ein bisschen Brot klein schneiden hier. Und dann zack, hier ab auf den Teller damit hier. So, ein bisschen Butter drauf. So, schmiert man hier schön drauf. Ah, Butter, Freunde. Oh, ist das ein Butterbrot. Pornös, ne? Schnappt euch etwas Herb Garlic hier. Ja, genau. Und dann drüber streuen. Das werden so kleine Kräuterbaguettes. Oh, für den Hals natürlich, ne? Genauso wie es sein muss. So, alles belegt hier. So, hier kann überall noch ein bisschen was drauf. So, packen wir die mal einfach in Direct Heat hier zur Seite und backen das einfach mal ein bisschen mit hier. Genau, von Tyros T4 natürlich hier. So, Deckel schließen. Ja. So, jetzt Zeit hier, das Bier köchelt da hinten schon. So, wenn das so aussieht hier, köstlich. Kommt hier unser Zeug rein, was wir da eben angerührt haben, da so. Und dann mischt man das hier nochmal ein bisschen um hier, zum Schneebesen. Genau, schön rühren. Dazu noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Zimt und zack, das war Zimt hier. So, ein bisschen Sugar für die Girls. Umrühren, immer schön rühren. Und ein bisschen köcheln lassen. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Cheddar-Schmelzkäse. Ich glaube nicht, dass es das schon im 18. Jahrhundert gab. Ja, man lässt das hier so drin. Es ging irgendwie nicht aus dem Dingen raus, aber irgendwie kriegt man das schon hin. So, das wird mitgekocht. Keine Panik, es war sauber, der Topf. So, und jetzt kann er gleich rausgenommen werden. Der Käse ist raus. Zack. Der Käse ist übrigens optional, man kann es auch ohne machen. So, und dann kippen wir noch ein bisschen hier geriebenen Käse hinterher hier. Schön einrühren, zack, dass er schmilzt. Und dann ist gleich unser Süppchen fertig. Jetzt sehen wir ein bisschen Brot hier. Nicht alles, ein bisschen brauchen wir gleich noch. So, und dann kommen ein paar Croutons damit rein. Genau. Und ein bisschen Brotsuppe wird das, ne? Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Bacon nehmen hier, schnell Baconpfanne machen. Na, wenn es draußen noch vor sich hingrillt, ne? So, und da ist der Bacon auch schon. Wunderbar. So, den tun wir da noch mit rein. Das ist mal eine kleine Verfeinerungszutat. Und dann ist gleich das Süppchen auch schon startklar. Schön umrühren alles. Bisschen noch köcheln lassen. Und voila. Da ist unser Süppchen hier fertig. Ja, da ist sogar schon ein bisschen Bacon dran. Sehr gut. Abschütteln. Und runter damit, Baby. Zeit, das Süppchen zu lunsen. Na, dann bauen wir mal so ein schönes Tellerbildchen auf. Man nimmt sich hier ein Klecksöschen.
Zack hier, so. Mmh. Sieht gar nicht so schlecht aus von der Konsistenz. So, steckt ein bisschen Bacon rein und ringsherum was zum Diplomaten. 3000. Vielleicht ein bisschen zu viel Brot, man sieht kaum noch Suppe, aber voila! Die Biersuppe der Spitzenklasse. Diplomat. 3000. Cheesy Biersuppe, Rezept in der Infobox, Freunde. Hier auf dem Handdrehteller, ich drehe es für euch nochmal hier. Wow, sieht doch gut aus, oder nicht? Schnell gemacht. Oh, jetzt kann ich probieren. Bisschen Bacon, bisschen Brot und ein bisschen Süppchen obendrauf. Perfekt. Ich habe noch nie so eine Suppe gegessen. Da gibt's einen alten Spruch aus den alten Jahren. Nimmt das Kitty Brust nicht an, und tut einen Tropfen Maggi dran. Und wer keinen Maggi hat, nimmt Bacon. Mmh. Oh. Fantastisch, ne? Oder nehmen wir doch nochmal ein Kelchen. Das probieren wir erstmal. Oh, ab in den Hals. Man sieht ja gar nichts durch die Maske, wo es reingeht hier. Hey, mein Hut. So ein Süppchen habe ich noch nie gegessen. Einfach biromatisch, fantastisch. Lecker. Boys and Girls, lasst einen Daumen nach oben brennen und Abonnation nicht verpassen. Ja, man muss auch mal was Neues, Altes ausprobieren, um zu sehen, ob es schmeckt oder nicht. Probiert's aus, Freunde. Bis bald. Hürsa!